Reise in den Mittelpunkt des Lebens. Space. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur. Ein Morgen am Brüsseler Südbahnhof. Züge kommen an und fahren ab mit tausenden Arbeitern, Geschäftsleuten, Touristen. Alles ist wie gewohnt, aber nicht auf den Dächern einiger Wagen. Da fallen merkwürdige Installationen ins Auge. Auf dem Dach dieses Zuges unter dieser weißen Haube steckt eine Satellitenantenne. Damit hat dieser Zug Wi-Fi an Bord. Das Satellitensignal wird aufgefangen und durch einen Server in einem dieser Wagen geleitet. Und der Server ist mit Zugangspunkten in allen Wagen verbunden. Das ganze Netz der Thales-Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Brüssel und Paris, Köln, Amsterdam und Marseille ist mit Internet per Satellit ausgestattet worden. Alle Passagiere können jetzt mit ihren Wi-Fi-Geräten wie Laptops, Tablet, PCs oder Mobiltelefonen ins Internet gehen. Und das ist einfach, aber nicht billig. 6,50 Euro kostet die Karte mit einer Stunde Zugang. Den Zugangscode muss man auf der Thales-Webseite eingeben. Die Registrierung geht schnell und dann hat man einen Internetanschluss mit 5 Megabits pro Sekunde. Genug für ruckelfreie Videos, auch wenn der Zug mit mehr als 300 Stundenkilometern durch die Landschaft rast. Das Bild sieht nicht anders aus als auf dem Monitor zu Hause oder im Büro. Damit können Sie im Internet surfen oder Ihre E-Mails lesen oder auch alle Ihre Präsentationen abschicken, die Sie vielleicht für einen Vortrag in Brüssel vorbereitet haben, wo Ihre Kollegen das Material schon empfangen können. Es ist wie eine Erweiterung Ihres Büros, aber in einem Eisenbahnzug. Das wurde möglich durch eine noch relativ neue Technologie. Fernmeldesatelliten können die terrestrischen Netze heutzutage sehr wirksam ergänzen. Und so funktioniert's, wenn das System mit dem Thales auf die Reise geht, verbindet es sich mit dem Internet mittels der Satellitenantenne auf dem Dach. Und während der Zug durch Europa rast, hält die kleine Antenne die Verbindung mit dem Satelliten aufrecht. Der kommuniziert in seiner Position 36.000 Kilometer über der Erde, außerdem mit einer Bodenstation und hat über diese eine Verbindung zum Internet. An Bord des Zuges kommuniziert das System mit dem zentralen Server. Er ist das Elektronengehirn, das die Parabolantennen steuert und auf mobile Netzwerke umschaltet, wenn der Satellit nicht erreichbar ist, etwa in Tunneln. All diese Intelligenz wird hier in diesem Server verwaltet. Er ist mit Menschen verbunden, die ständig die Funktion aller unserer Züge verfolgen, die gesamte Flotte und die Funktion des Wi-Fi an Bord. Eisenbahnzüge sind nur ein Beispiel für die Möglichkeit, an Orten, wo es keine Kabelverbindungen gibt, schnelle Internetverbindungen bereitzustellen. Einen ganz anderen derartigen Ort sehen wir hier in dieser Landschaft mitten in Wales. Ein Nationalpark zieht hier viele Touristen an, nicht nur britische, sondern auch ausländische Besucher. Diese gemütliche Bed-and-Breakfast-Pension hatte bis vor kurzem ein Problem, wie alle hier. Es gab kein schnelles Internet in diesem Dorf. Wir gehören zu den, wie es heißt, 0,02% der Bevölkerung, die keinen Breitbandzugang haben. Unser Dorf liegt zu weit entfernt von der nächsten Telefonvermittlung und British Telecom hat nicht die Absicht, die Kabel noch weiterzuführen. Das Problem ist nicht das Kabel selbst, sondern die Erdarbeiten, die nötig sind, um das Kabel zu legen. Das kann 100 Euro pro Meter kosten. Vergleichen Sie das mit vielleicht 400 Euro für die Installation eines Satellitenanschlusses. Damit entspricht unser Preis dem Verlegen von etwa 4 Meter Kabel. Früher musste Julie den alten Telefonanschluss benutzen, um ins Internet zu kommen. Aber so lassen sich manche Webseiten nicht anzeigen. Und Fotos per E-Mail zu senden, kann auch ein Problem sein. Doch nun hat das kleine Hotel Breitbandzugang per Satellit. Und das ganze Dorf.
Zum Glück hatte jemand hier im Dorf von einer Satellitenbreitbandfirma gehört und erkundigte sich nach Möglichkeiten, das ganze Dorf anzuschließen. Die Firma sagte, das sei möglich, aber als Kunde müsse sich ein Unternehmen beteiligen. Und das sind wir. So haben wir die Satellitenverbindung bekommen. Die Installation der Internetbreitbandverbindung ist nicht komplizierter als beim Satellitenfernsehen. Hier haben wir die Satellitenbreitbandausrüstung, eine Satellitenschüssel, den Transceiver und die Kabel, die ins Gebäude führen, zum Anschluss. Damit hat man Zugang zu allen Diensten, ganz wie mit ADSL oder einem Kabelrouter. Die Satellitenverbindung ist nicht mehr eine Einbahnstraße wie früher. Der Datenverkehr zwischen Satellit und PC läuft in beiden Richtungen. Die Schüssel sendet und empfängt. Das Signal muss also 36.000 Kilometer zum Satelliten hinauf zurücklegen und dann zur Bodenstation zurückkommen, wo das Signal dann mit dem Internet verbunden wird. Früher mussten Satellitenbreitbanddienste für den Rückweg eine Einwahlverbindung benutzen, was viel zu langsam ist für zum Beispiel Videos oder für Telearbeit. Die neuen Satellitenbreitbanddienste senden und empfangen. Sie haben also auch einen schnellen Rückweg für die digitale Kontribution. Die monatlichen Anschlusspreise sind mit denen der üblichen Kabel- oder ADSL-Anschlüsse vergleichbar. So können sich auch Kunden in den entlegensten Gebieten den Breitband-Internetanschluss leisten. Die ersten Fernmeldesatelliten wurden für Telefonverbindungen genutzt. Dann kam das Satellitenfernsehen. Und nun ermöglichen Satelliten den alltäglichen Weg ins Internet und dies immer effizienter durch ständige technologische Fortschritte. Der Einsatz vieler weiterer Satelliten ist schon geplant. Ich glaube, die Perspektive ist im Wesentlichen die Steigerung des Durchsatzes. Die Kommunikationsmittel reichen ja nie aus. Die Verbindungen sollen immer schneller werden. Mehrere hundert Kilobits pro Sekunde haben wir ja schon. Bald wird man mehrere Megabits pro Sekunde verlangen, dann mehrere Dutzend Megabits. Und die Technologie an Bord der Satelliten macht das auch möglich, die Steigerung der Kapazität. Es hat sehr, sehr große Fortschritte gegeben in den letzten Monaten und Jahren.